Die diesjährige online abgehaltene Pressekonferenz zum Wohnungsmarktbericht der EHL und der BUWOG im Zeichen von Corona zeigt eines klar auf: Die Pandemie und der damit einhergehende Wirtschaftseinbruch bleiben ohne spürbare Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Der Schwerpunkt der Nachfrage werde in Zukunft noch stärker im Bereich des leistbaren Wohnens liegen. Ich war noch nie so oft und so lange zu Hause im letzten Jahr. Ich denke, vielen anderen wird es auch so gegangen sein. Das heißt, man spürt die eigene Wohnumgebung ganz anders, als es zuvor war. Das bringt viele Vorteile zutage, wenn man großzügig wohnt oder wenn es eben toll ist. Das bringt natürlich auch die Nachteile zutage, wenn man nicht oder beengter wohnt, nicht so gut wohnt. Generell mit oder ohne Covid ist Wien eine der Städte europaweit, wo leistbares Wohnen im Vordergrund steht. Durch den geförderten Wohnraum und auch die hohen Anforderungen im geförderten Wohnraum gibt es natürlich auch entsprechende Freiflächen im geförderten Bereich. Wir sind stolz als BUWOG in dem Segment engagiert zu sein, wollen weiterhin auch geförderte Wohnungen bauen mit auch quasi entsprechender Leistung, sodass man sich auch in Covid-Zeiten in seiner Wohnung wohlfühlen kann. Durch die Pandemie gibt es weniger Behördenverfahren. Es verzögern sich Baubewilligungen. Es wird alles zeitversetzt errichtet werden, was früher geplant ist. Und wir gehen davon aus, dass das Rekordfertigstellungsjahr 2020 in den nächsten Jahren deutlich spürbare Angebotsrückgänge mit sich ziehen wird. Die Nachfrage sehen wir mindestens so stark wie bisher, wenn nicht sogar leicht steigend, sowohl in Miete als auch in Eigentum. Es kann sich der durchschnittliche Wiener einfach nicht leisten, 100, 200 Euro mehr zum Beispiel in eine Mietwohnung hineinzustecken. Aber es wird dieses Zimmer oder dieses halbe Zimmer fürs Homeoffice jedenfalls benötigt werden. Das heißt, die Planung muss noch effizienter werden, noch besser werden, noch sorgfältiger werden. Wohneinheiten werden wieder größer, was wiederum dem Mikro-Apartment-Boom zugesetzt und gebremst hat. Zusätzlich kam auch ein Teil der derzeit leerstehenden Airbnb-Apartments wieder zurück in den Mietmarkt und das nicht zu knapp. Auch Nachhaltigkeitsaspekte rücken merklich spürbar ins Bewusstsein. Der Wohnungsmarkt hat sich sicher auch dadurch etwas entspannt, dass natürlich Airbnb derzeit brach liegt oder tot ist und hier eben diese Wohnungen sehr häufig auf den Markt kommen, um eben sie auch langfristig zu vermieten, das heißt mindestens 3 Jahre zu vermieten. Aus dem Grund kam es jetzt diesbezüglich vielleicht auch zu einer Marktbereinigung. Wir gehen davon aus, dass es ca. 10.000 Wohnungen sind, die hier dem Markt wieder zugeführt werden. Eine weitere Maßnahme, die uns die nächsten Jahre ganz massiv begleiten wird, ist das Stichwort Dekarbonisierung im Wohnbau, wo ich den Eindruck habe, dass das noch nicht ganz angekommen ist in der Branche. Bis 2040 sollen wir aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Das heißt aber, dass auch sämtliche Öl- und Gasheizungen natürlich umgerüstet werden müssen. Hier wird es massive Maßnahmen brauchen, auch von öffentlicher Hand wie Förderungen, finanzielle Anreize, um das zu bewerkstelligen, aber auch Änderungen in gewissen Gesetzen, Stichwort MAG bzw. WEG. Die BUWOG, mittlerweile spezialisiert im Bereich der Wohntürme, sieht sich in diesem Segment dank ungebremster Nachfrage bestärkt. Ich glaube, unser erster Turm, da war der Sky Tower am Hauptbahnhof. Mittlerweile mit dem Marina Tower und mit dem Helio Tower eigentlich gleichzeitig sind das Turmentwicklungen. Also das heißt, es hat auch damit zu tun, dass es natürlich eine Nachverdichtung bedarf bei einem Zuwachs, wo ich sage, ich habe nicht genug Bodenflächen. Man sieht vor allem junge Leute, die das gerne machen, aber auch ältere Leute, die eigentlich zum Beispiel den Weitblick genießen oder die Infrastruktur, die ein Turm bietet. Also das ist auch das Zusammenleben, also das generationenübergreifende Wohnen ist da auch ein Effekt. Und man, theoretisch müsste man den Turm ja auch nicht verlassen, weil die ganze Infrastruktur in so einem Turm ja gegeben ist oder in der Umgebung eines Turms. Ob das jetzt Supermärkte, Schule, Kindergarten, Sportmöglichkeiten, das sind alles Vorteile, die solche Türme bieten. Wir werden auch weiterhin als BUWOG, glaube ich, dieses Steckenpferd des Turmbaus weiter verfolgen. Wir haben auch einige ganz spannende Projekte dort in der Pipeline. Fazit: Wohnen verändert sich durch Corona merkbar. Die Wunschwohnungen der Wiener werden nach der Pandemie anders aussehen als zuvor.